Hallo liebe Jungfrau, Frau, lieber Jungfrau, Mann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben vom 6. bis 7. Januar aussehen wird. Beachte bitte immer auch deinen Mond, Venus und Aszendentzeichen. Wieso, weshalb, warum und Antworten zu weiteren häufigen Fragen findest du unten in der Infobox. Da befindet sich auch deine Legung für 2020, deine Jahreslegung. Also gucken wir mal. Für Jungfrau, die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. So. Jungfrau, Jungfrau, was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Neun der Kelche. Dein Herzensmann, deine Herzensdame weiß jetzt um einiges besser, was er, sie will. Ich erlebe sie hier sehr bestimmt, sehr geradlinig und ich habe das Gefühl, dieser Mensch kann jetzt sehr genau formulieren, was er, was sie will. Was macht mich glücklich? Was will ich haben? Was will ich erreichen? Kann dieser Mensch momentan viel besser formulieren wie zuvor. Okay? Ritter der Stäbe, vier der Schwerter. Und weil dieser Mensch ganz genau jetzt weiß, was er, sie möchte, springen Sie nicht gleich auf jedes Angebot. Okay, ich erkläre es dir gleich. Ich habe hier drei der Schwerter. Einen Moment. Ah, meine Nase. Sorry. Ein Mensch, der sofort Ja sagt, sobald du sagst, hey Baby, ich möchte es mit dir versuchen, wollen wir zusammen sein. Ein solcher Mensch weiß entweder ganz genau, was er sie haben möchte und du stehst gerade da und du bist genau das und dann sagen sie ja, oder die haben keine Ahnung, was sie wollen. Hier haben wir das Szenario, dass dein Herzensmann, deine Herzensdame ganz genau weiß, was er sie will und das, was zwischen euch momentan ist, nicht das ist, was er sie will. Drei der Schwerter, vier der Schwerter. Deswegen ist dieser Mensch nachdenklich, sobald du ihnen ein Angebot machst, sobald du mit ihnen zusammen sein möchtest. Deswegen lässt sich dieser Mensch momentan nicht binden. Da war eine Dreierpartei. Eine dritte Person hat sich hier eingemischt. Auf welche Weise auch immer. Eine dritte Person, eine dritte Sache hat sich hier eingemischt. Und dein Herzensmann, deine Herzensdame weiß heute besser als je zuvor, ich will niemals mit einem Mann, mit einer Frau zusammen sein, der oder die eine Drittpartei einmischen lässt. Diese Drittpartei, das muss nicht nur Person sein, das kann sonst irgendwas in deinem Leben sein, das deinem Liebesleben Konkurrenz machen kann. Okay? Jungfrau! Schauen wir mal. Auf deiner Seite habe ich neun der Schwerter, die Herrscherin. Scheiße, Jungfrau. Scheiße. Ich fasse es für die Crosswatcher zusammen. Jungfrau, dir muss ich es ja nicht sagen. Du bist der Zuschauer, die Zuschauerin. Ich muss es nur für Herzensdame, Herzensmann sagen. Crosswatcher, Kreuzbeobachter. Jungfrau hat es verkackt und kann es nicht zugeben. Kann es nicht zugeben. Das hier ist die Herrscherin. Die Herrscherin, das ist eine Frau oder Mann dann im echten Leben, aber auf der Karte ist es eine weibliche Energie. Die Herrscherin ist ein Mensch, der oder die erobert werden möchte. Die Herrscherin macht keinen Schritt. Und hier in Kombination mit neun der Schwertern, mit diesem Kontext hier, mit dieser Verzweiflung, dieser Schlaflosigkeit, diesen Schuldgefühlen, stinkt es hier nach Ego, Jungfrau. Ego. Ich muss, aber ich kann nicht. Ich muss, aber ich kann nicht. Nein, ich tue es nicht. Ich weiß, ich muss, aber nein, ich werde es nicht tun. Ich werde den Schritt nicht tun, sagst du. Ego.
Wo Ego ist, stirbt die Beziehung. Wo Ego stirbt, entsteht die Beziehung. Man hat als, es gibt das, die einzelnen Egos von zwei Menschen und dann gibt es noch ein Paar-Ego. Das Ego des Paares, die Beziehungsego. Und wenn einer von den beiden ihr eigenes Ego über dieses Duo-Ego darstellt, dann stirbt die Beziehung. Geburt von Ego, Tod von Liebe. Tod von Ego, Geburt von Liebe. Okay? Auf der Seite deines Herzensmannes, deiner Herzensdame, schau mal, hör auf zu verzweifeln, Jungfrau, die kommen auf dich zu. Okay? Die kommen hier mit einer Information auf dich zu, die kommen hier mit der Wahrheit auf dich zu. Die Wahrheit ist, er, sie möchte mit dir eine feste Beziehung haben. Die wollen das Ganze wieder kitten, was auch immer hier in der Vergangenheit passiert ist. Okay? Es kommt. Du bist hier ein bisschen als Herrscherin so, bist du ein bisschen, kriegst so langsam ein mulmiges Gefühl und weißt nicht so recht, ob sie kommen oder nicht. Sie werden kommen. Sie werden mit dieser Information kommen und die werden dir sagen, hey, doch, ich habe nachgedacht, ich will mit dir zusammen sein. Lass uns das kitten, lass uns neu anfangen. Was wird dieser Mensch jetzt in den nächsten, vom 6. bis 7. Januar tun? Nix. Die haben hier Angst vor einer Rückweisung, vor einer Abweisung und halten sich vorerstmals zurück. Gleichzeitig sehe ich, dass dieser Mensch durch sehr viele, sehr große Veränderungen in seinem, ihrem Leben geht momentan und deswegen anderweitig eingebunden ist, anderweitig beschäftigt. Das kann Job, Projekt, persönliche Entwicklung etc. alles Mögliche sein. Aber eine sehr natürliche Entwicklung hier, okay? Von 3 auf 4 auf, öppala, von 3 auf 4 auf 5. Das nächste wird dann sechster Schwerter sein. Lass uns gemeinsam in ruhigere Gewässer gehen. Ha? Sobald das sechste Schwert hier gezückt wird, seid ihr dann bei sechster Schwerter und werdet friedliches Terrain wieder erreichen. Okay? Ich, hoppala. Ja, so ist richtig. So ist richtig. Ich werde jetzt hier weitere Karten ziehen und dann sehen wir, worauf das Ganze hinausläuft. Und außerdem werde ich diese Karten hier fragen, was es hier gibt, was du, Jungfrau, noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Die sind auf jeden Fall ein bisschen verwirrt momentan, weil du hier so zurückhaltend bist. Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich auf deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.